eine Schönheit. Ja, einfach Dirk Hiranda, der überzeugt zwar nicht mit seinen Attacken, dafür allerdings mit seinen relativ guten Werten. Ich meine, der hat glaube ich eine 105 im Angriff oder so. Also an Basiswert. Hey, die nächste Puderattacke. Es fehlt ja jetzt eigentlich nur noch das Giftpuder, aber auf Dirk, ja, das hat auf Dirk keine Wirkung. Der ist ein Gift-Pokémon. So, wird's ein Crit oder nicht? Ist eigentlich fast egal. Ich habe eine Doppel-Risi dagegen. So, Bisasam geht down. Dirk hier reicht Level 31. Dann kommt Bisaknusp. Na gut. Bisaknusp lernt durch Level-Up keine Giftattacken. Gegen die Pflanzenattacken bin ich ziemlich resistent. Schlafpuder kann ich mit Pokéflöte überbrücken. Lockduft, der interessiert mich nicht wirklich. Sorgt nur dafür, dass sein Rasierblatt halt einfach immer trifft. Ups, ich wollte wieder Säure machen. Und hey, er trifft schon wieder mit Schlafpuder. Dann halt die nächste Pokéflöte. Gut, dass man die unendlich oft benutzen kann. Würde ich ja Aufwecker verwenden, würde ich damit arm werden. Die Aufwecker habe ich übrigens auch schon alle verkauft. Brauche ich ja schließlich nicht mehr. Ich hätte nur noch eine kleine Nische, wenn beide Pokémon schlafen, aber das kommt... die Umstände, dass das einmal der Fall ist, das ist... nein. Das passiert nie. Also, bestenfalls, wenn der Gegner... Wenn ich den Gegner mit irgendwas einschläfere und dann selber Erholung benutze. Oder wenn über Schlafrede eine Schlafattacke rauskommt. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wie beide Pokémon schlafen können. So. Nächste Schönheit. Schönheit Ilona mit einem Tauboger. Wieso habt ihr jetzt schon wieder Flug-Pokémon? Ich mag das nicht, wenn ihr Flug-Pokémon habt. Dann muss ich den guten Kenji halt wieder bemühen. Wenn das Ding schon eine Fee wäre. Gut, ich hätte es auch Rasaf reinschicken können, aber... Das Ding, wenn jetzt schon eine Fee wäre, das wäre so schön gewesen. Darf ich diese Route hier umtaufen? Das ist jetzt nicht mehr Route... 15, das ist jetzt die Route Status. Weil alle Pokémon hier auf dieser Route können irgendeine Attacke, die dich entweder einschläfert, paralysiert oder vergiftet.
Prinzip, damit habe ich jetzt kein großes Problem. Und das sind schon wieder die Biker, meine guten Freunde. Wenn die mich wieder mit Gift-Pokémon andrücken, dann weiß ich es auch nicht. Ah, Smogon. Ein weiteres Kiddie. Und ein Slimer. Na gut, das machen wir auch gleich noch. Slimer sind beiden der Fährten noch gleich gut. Das ändert sich erst bei Slimog, dass da die Spezialverteidigung so übelst nach oben geht. Und ein Smogmog. Ich bräuchte eigentlich mal so ein richtig cooles Psycho-Pokémon in meinem Team. Das einzige Psycho-Pokémon, das ich bisher allerdings gefangen habe, ist ein Traumato und ich hasse Traumato. Level 34. Da will man Fight und Deki trainieren und dann kommen auf der gesamten Route schon wieder nur noch Gift- und Flug-Pokémon. Das, womit beide die meisten Probleme haben. Oh, schon wieder ein Kiddie mit einer schlechten Tierliste. Und den habe ich ja heute noch nicht genug gesehen. Und auch noch nicht genug verbrannt. Noch ein Kiddie mit einer schlechten Tierliste. Wann lernt ihr es endlich, dass eure Tierliste schlecht ist? Geht heim! Ein Smogmog. Und noch eine schlechte Tierliste, die ich verbrennen kann. Yay! Und ein Slimer. Burn, Baby, burn! So. Okay. Und bevor wir hier jetzt weitergehen, ich darf auf dieser Route auch noch ein Pokémon fangen. Schauen wir doch mal, was es wird. Ultrigaria. Ich habe schon einen Sarzenia, danke. Siehst du hier direkt vor dir. Ja, selbe Spiel habe ich auch schon. Noch ein Ultrigaria. Gibt es hier überhaupt was anderes? Wäre ungewöhnlich, wenn es nur ein einziges Pokémon auf dieser Route geben würde. Und Knuffenser und Ultrigaria zähle ich als dasselbe Pokémon. Vor allem, wenn die Knuffenser Level 24 sind, die brauchen ja nur ein einziges Level-Up für die Entwicklung. Und
die ja eigentlich über ihrem Entwicklungslevel schon drüber sind. Ein Blutzuck, ja gut. Nicht unbedingt, was ich will, aber... überlebt denn eine Säure? Probieren wir einfach mal aus. Wenn nicht, dann wäre... naja, stimmt, das Ding ist ja selber noch ein Gifttyp. Und ist keine Konfusion. Macht aber zum Glück keinen Schaden damit. Dann wird es auch zur Schneide überleben. Ich könnte es jetzt mit Rankenhieb noch weiter schwächen, aber... ich glaube, das reicht zum Schwächen auch aus. Männchen, oder? Wen haben wir denn noch? Wen kann ich nach einem Blutzug benennen? Das weiß ich nicht. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Moment. So, ich bin wieder da. Ja. Ich habe eben mal nachschauen müssen, ob ich ihn schon irgendwo untergebracht habe. Aber Zuna habe ich noch nirgends. Also darf Zuna jetzt ein Blutzuck sein. So. Dann. Würde ich mal sagen, weiter geht's. Der hier ist ein bisschen angeschlagen, aber... Pikachu. Ausnahmsweise mal was, was ich so einigermaßen gut besiegen kann und so. Raichu. Keine Ahnung, ob das reicht, um das Teil zu one-hitten. Raichu hält jetzt nicht sonderlich viel aus, aber anscheinend genug. Ah ja, der Donnerschock paralysiert mich. Das ist eine verdammte 10% Chance! Und der kann auch noch Donnerblitz. Ach du Heiliger. Das tut weh. Und hey, ich komme durch die Para durch. So. Das sind zwei Kampftrainer. Sollte einigermaßen gut gehen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Mühlensippe, Sergio und Eva. Mit Nocturne und Kikli. Oha. Also gut, Kikli muss zuerst weg. Und gut, Säure geht auf beide. Bitte Durchbruch auf das Kikli. Ich will, dass das Ding möglichst gar nicht zum Zug kommt. Sehr schön.
Nocturne ist nämlich weniger das Problem. So, Dirk hier reicht Level 32. Donnerschlag, der sollte kaum Schaden machen. Aber er paralysiert mich wieder. Es ist mal wieder diese 10% Chance, aber ich habe es ja schon gesagt, der Hex ist heute allgemein stark gegen mich. Wenn sie schon keinen Schaden mit ihren Attacken machen, dann wetten, du wirst aufgeparat. Wow. Manchmal muss ich schon solche Erfolge feiern, dass eine 10% Chance vom Gegner nicht funktioniert. Dass ich schon so weit komme, dass ich das feiern muss. Picknicker Jenny mit einem Pipi. Auch hier finde ich es wiederum sehr schade, dass du noch keinen Feentyp hast. Weil das wäre jetzt sonst sehr effektiv. Ja. Metronom. Okay. Feuerfeger. Und Volltreffer, oder? What? Das war kein Volltreffer. Ui. Wusste gar nicht, dass ein Pipi so viel Angriff hat. Gut, Feuerfeger ist eine starke Attacke, aber... Ah, Moment, stimmt. Der ist ja hier noch speziell. So. Hier haben wir den Regentanz. So. Aber ich glaube, ich mache für heute Schluss, weil... ihr seht ja selber, die Hex sind gerade mal wieder voll gegen mich und ich sollte aufhören und wann anders weitermachen. Weil sonst stirbt mir hier heute noch jemand weg. Das kann ich jetzt im Moment überhaupt nicht brauchen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, wenn das blöde... wenn der blöde Hexgott endlich mal wieder Ruhe gibt hier. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.